man im 5 gegen 5 steht. Also die Spielerinnen sind ja doch 1 gegen 1 sehr gut ausgebildet. Ist auch ein gewisses Risiko dabei, ne? Ja, wobei, ich glaube, da tut Nordkorea ja sogar dem VfL noch einen Gefallen, weil nämlich dann stehen sie ja 4 gegen 5. Das ist noch sind sie in Unterzahl, die Thüringer. Ja, gut verteidigt von Sabrina Neuendorf gegen Petra Pluharova. Und Nadja Fehlwurf. Naja, aber noch vorher Freiburg gefunden. Ja. Was ich vorhin sagen wollte, ich meine, das Spiel hier, wir sagen zwar Spitzenspiel, klar, der VfL will es natürlich auch gerne gewinnen, nur eine Vorentscheidung in irgendwas ist ja auch nicht gefallen, wenn sie es nicht tun. Sie haben nur noch ein Auswärtsspiel diese Saison in der Vorrunde, also in der Hauptrunde. Können wir ja nochmal auf den Modus zurückkommen. Es geht ja darum, nachher in den Playoffs wird ja die deutsche Meisterschaft entschieden. Es spielen die ersten 8 Mannschaften die Playoffs aus. Wird von den Trainern ja auch mit sehr, sehr gemischten Gefühlen gesehen. Leszek Krowicki ist kein Verfechter der Playoffs. 10 Meter. Herbert Müller ist es auch nicht, weil für einige Mannschaften die Saison dann ja doch sehr, sehr früh zu Ende ist. Ja, und es tritt wieder an Nadja Nadgornaja. Und man hört im Hintergrund, ne? Ja. Ah, so Julia Renner war dran. In welche Ecke? Ja. Wieder. Ja, vielleicht sollte man doch noch mal Tess Wester bringen, um dann beim 7 Meter da... Ach, würde mir ja reichen, wenn sie einfach in die Ecke gegangen wäre, ne? Ja, war ein bisschen spät. Ja, der VfL läuft jetzt hinterher. Aber wie du schon sagst, es ist nichts verloren, wenn man hier heute gegen Thüringen verlieren sollte. Aber Kim Dirkes verkürzt auf 25, also gleich aus dem 25-25. Nein, es ist nicht verloren. Es ist natürlich psychologisch toll, wenn du den Meister zu Hause schlagen kannst in so einer vollen Halle. Auf jeden Fall. Und die Halle ist da. Ja, die Halle ist da, es ist unentschieden, es sind noch 4 Minuten zu spielen zwischen dem VfL Oldenburg und dem Thüringer HC, da war ein Schrittfehler. Und die Möglichkeit für den VfL, aber nur den Gegenstoß kriegen wir nicht ins Laufen hier, richtig. Ja, Laura von der Heiden. Ich bin schon froh, dass wir jetzt nicht noch irgendeinen blöden technischen Fehler auf dem Weg nach vorne gesehen haben, der auch wieder für den Kopf, für Psychologie ganz, ganz schlecht wäre. Ja, aber es fehlen halt einfach die einfachen Tore, das, was den VfL halt auszeichnet, wobei der Thüringer jetzt hier auch eine hervorragende Rückzugsbewegung hat, muss man ganz klar so sagen. Wer nimmt sich jetzt den Wurf? Wer traut sich jetzt abzuschließen? Oh, abgeblockt von Nadgornaja. Wer sich nimmt, läuft ab. Man sieht ja die Damen auf der Bank, die sind auch schon ganz angespannt. Ja, Julia Wenzel hat auch schon ein Leibchen angezogen. Also ich glaube, Leszek Krowicki spielt auch mit dem Gedanken, sie dann noch als zusätzliche Feldspielerin zu bringen. Ist ja noch ein bisschen zu spielen, sind noch etwas über 3 Minuten. Aber es muss jetzt, glaube ich, auch ein Abschluss her, sonst kommt hier der Arm der Schiris, da ist er, war zu erwarten. Da ist der Abschluss. Und da ist er, Lois Ebbing. Ja, die trifft jetzt auch nach Belieben. Es ist schon faszinierend, wie Lois Ebbing und Nadja Nadgornaja sich hier ins Spiel reingefaltet haben. Ja, das stimmt. Was der VfL jetzt ist gerade ganz gut zu sehen, auf jeden Fall Rückzugsverhalten sofort. Wie sagt man bei uns immer so sinngemäß, Hacken an den Kreis und dann unterbrechen. Da muss man sofort gucken, dass man den THC unterbricht. Denn im gewonnenen Spiel hat man viel mehr Chancen. Und jetzt kommt es darauf an, wer den Fehler nicht macht, der gewinnt das Spiel. Ja, VfL verteidigt auch sehr beweglich. Leszek Krowicki steht auch schon an der Seite, hat die Arme oben, will auch das passive Spiel sehen, ist aber, glaube ich, im Moment noch ein bisschen früh. Noch ein bisschen früh. Und da ist Kerstin Wohlwold mit dem Ableger auf Danik Snelder. Ja, und die macht dann ihr dritten Treffer und gleicht aus zum 26-26. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen oder brechen jetzt an. Es steht 26-26 zwischen dem VfL Oldenburg und dem Thüringer HC. Ich denke mal, wir haben hier noch spannende 2 Minuten vor uns, Henning. Ja, klar. Jetzt kannst du auch so keinen Fehler mehr machen. Ja, da ist er. Glücklich. Da hat die Kette und sich wehgetan. Jetzt kommen die Wischer wieder zum Einsatz.
Und hinter uns, Henning, ich sehe es gerade auf unserer Seite hier, die Zuschauer stehen alle. Also hier schon stehen Ovationen für das, was hier geboten wird. Auf der anderen Seite erheben sich jetzt auch so langsam die Zuschauer. Berechtigt, oder? Es ist ein spannendes Spiel. Ah, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich Standing Ovations sind oder ob die Leute es einfach im wahrsten Sinne nicht mehr auf dem Platz zählen, weil das Ding spannend ist ohne Ende. Ja. So, und jetzt stehen alle Oldenburger auf. Auch die Thüringer haben sich erhoben. Ich denke mal, das kann man auch. Und 7 Meter. Herbert Müller sieht das völlig anders, aber da hat Laura von der Heiden, glaube ich, auch einen Schlag ins Gesicht gekriegt. Ja, aber gut so, dass sie da wirklich konsequent durchgezogen hat. Spricht für sie, dass sie ja, nicht abbricht. Ja, klar. Eben sie nicht so das glückliche Spiel hatte heute. Ich hab's noch fast auf der Zunge zu sagen, wenn sie jetzt das entscheidende Ding macht. Das wär's noch. Ich würde sie ihr gönnen. Ja. Ja, ich denke mal, zum 7 Meter wird wieder antreten Lois Abbing. Die sollte eigentlich mit dem entsprechenden Selbstvertrauen ausgestattet sein. Da kommt der Torwartwechsel. Maike Merz geht rein. Dina Eckerle nimmt auf der Bank Platz. Wieder das Duell Lois Abbing gegen Maike Merz. Ja, wer hat die besseren Nerven? Das ist hier die Frage. Ja, was willst du mehr? Sonntagnachmittags, volle Halle. Unentschieden, 1,5 Minuten vor Schluss und darfst um 7 Meter antreten. Eine bessere Visitenkarte kann man nicht abgeben. Nein, natürlich nicht. Ja, und Maike Merz hält ihn. Und Lois Abbing holt sich aber den Abpraller und verwandelt zum 27:26. Und da ist sie bei verletzt, oder? Ja, sie winkt. Hat sie eine Zerro geholt oder was ist passiert? Na gut, sie hat den Ball natürlich auf den Oberschenkel gekriegt. Ja. Den ersten. Ich glaube, Kerstin Bobold ärgert sich ein bisschen, denn der Abpraller lag ja nun relativ lange frei am Boden. Ja. Ich glaube, den hätte sie mit ein bisschen mehr Vehemenz ziehen können. Und wenn ich den Trainer angucke, auch er ärgert sich, glaube ich, so ein bisschen. Ja, er ist... Aber das sind die Entscheidungen, die trifft man als Schiedsrichter dann eben teilweise. Und es soll mir keiner sagen, er macht keine Fehler. Natürlich nicht. So, 1 Minute noch zu spielen. Der VfL Oldenburg führt hier gegen den Thüringer AC mit 27:26. Die Stimmung hier ist jetzt auf dem Siedepunkt. Mal sehen, ob es zum doppelten Punktgewinn reicht oder ob es dann noch ein Unentschieden gibt. Ja, Julia Renner hält den Ball. Das könnte das spielentscheidende Ding gewesen sein. Tess Wester flippt da drüben auf der anderen Seite fast aus. Runterspielen. 50 Sekunden, 40 Sekunden runterspielen. Grüne Karte ist weg. Der VfL muss jetzt mit der entsprechenden Vehemenz nach vorne, damit hier nicht noch ein passives Spiel gepfiffen wird. Und alles verhindern, was vom Gegenschuss kommt. Einfach ausspielen das Ding und alles verhindern. Keinen technischen Fehler, aber Druck machen. Herbert Müller fordert seine Spielerin schon auf, offensiver zu werden. Laura von der Heiden scheitert. Ja, sie hat es auf der Hand, ne, den Entscheidenden zu machen. Und Herbert Müller geht im Sprint zum Kampfgericht und legt die grüne Karte hin. Und versucht hier noch alles zu machen. Wir haben... Die Uhr ist ein bisschen weitergelaufen. Wir haben noch 19 Sekunden zu spielen. Es ist noch alles drin, Henning, für den THC. Also ein Punktgewinn ist noch im Bereich des Machbaren. Ja, Mein Tipp, es wird Nadja Nagornaya in Wurfposition gebracht oder Kerstin Wohlbold. Geht 1-1. Ja, wenn du solche guten Tipps gibst, dann würden sie beim Buchmacher nicht mal Quoten draufsetzen. Ja gut, nein, also die... Von der Treffergeschichte her ist es eigentlich Nadgornaya, die hier den Abschluss suchen sollte. So, wir sehen, die beiden Trainer regen jetzt drauf ein. Klar, er redet jetzt hier auf Danik Snelder ein, die natürlich da das entscheidende Fünftchen machen kann am Kreis, um damit die Lücken aufzureißen. Ja. Und jetzt kann Julia Renner zum Matchwinner werden, zur Matchwinnerin hinten werden. Ja, Sascha Woronzow hat sie sich nochmal ins Gebet genommen. Die untere linke Ecke ist deine, wird er ihr wohl jetzt noch gesagt haben. So. Die Damen sollen, jetzt haben wir 7. Feldspielerin auf dem Ding. Die Damen sollen einfach den 7 Meter machen. Julia Renner soll nach rechts unten gehen, das Ding halt. Dann hätten wir heute alles richtig gemacht. Ja. Maike Merz wurde da vom Schiedis nochmal zurückgepfiffen. Ja, die Uhr tickt jetzt runter. Es sind noch 15 Sekunden zu spielen. In Gelb da die 7. Feldspielerin drauf. Ja, die hat dann ihren Arm oben. Das soll versucht werden, über den Kreis zu spielen. So, da ist das, was du gesagt hast. Und liegen lassen, kommt noch der direkte Freiwurf. Ja, direkt auf Freiwurf, da geht, naja, hier die Zuschauer feiern schon, aber die Möglichkeit, den Ball noch direkt im Tor zu verwandeln oder im Tor unterzubringen, ist definitiv noch da, ne? Ja. Oh, da Überraschung. Da stellt sich Katrin Engel dahinter. Ja.
Und jetzt vielleicht noch zur Regelkunde, du darfst in der Abwehr keinen mehr auswechseln, sonst hätte man vielleicht nochmal eine Spielerin reinbringen können. Ja, ich denke mal, sie wird gleich jetzt versuchen, an der Abwehr vorbeizuknicken. Ja, jetzt tobt die Halle. Ja, und der VfL Oldenburg feiert hier einen, ich sag's auch mal trotzdem, glücklichen, verdienten, ich kann's nicht, also ich würde sagen, glücklichen Heimsieg, es hätte auch gut unentschieden ausgehen können. Naja, emotional nach der 7-Meter-Entscheidung bzw. nach der roten Karte für Angie Geschke natürlich auch einen emotional ganz, ganz tollen Sieg. Ja. Ich denke mal, das letzte Quäntchen ist jetzt vielleicht auch wirklich noch freigesetzt worden durch den Ausfall von Angie Geschke. Die Mannschaft hat sich jetzt vielleicht für Angie dann doch noch ein bisschen mehr reingehängt. Und ja, man sieht die Freude der Damen hier. Ja, es ist, wie du schon sagst, es ist natürlich auch so ein psychologisches Moment, was da dann mitspielt.